Ihr Arzt hat Ihnen den Wirkstoff Acyclovir verordnet und in meinem Video erfahren Sie in Kürze, was Sie dazu wissen sollten. Schön, dass Sie auf meinem Kanal Arzneizeit vorbeischauen. Mein Name ist Maren Torkler. Ich bin Fachapothekerin für Allgemeinpharmazie und geriatrische Pharmazie und mein Ziel ist es, dass Sie das Wichtigste zu Ihrem Medikament wissen. Heute geht es, wie gesagt, um Acyclovir. Wir befinden uns hier im Bereich Basic. Das bedeutet, ich versuche mich kurz und knapp zu halten und dann können wir schon starten. Der Wirkstoff Acyclovir wurde Ihnen vermutlich verordnet, weil Sie an einer Gürtelrose erkrankt sind oder aber auch eine Herpesinfektion haben. In seltenen Fällen wird er auch prophylaktisch verordnet, wenn man Immunsuppressiva einnimmt, um eine Herpesinfektion vorzubeugen. Aber in meinem Video möchte ich auf die beiden erstgenannten Indikationen schwerpunktmäßig eingehen. Der Wirkstoff findet sich in verschiedenen Dosierungen auf dem Markt. Wenn Sie nun an einer Herpesinfektion erkrankt sind, dann werden Sie pro Einzeldosis 200 Milligramm Wirkstoff einnehmen. Bei einer Gürtelroseninfektion sind es 800 Milligramm. Ganz wichtig, worauf Sie Arzt und Apotheker sicher schon hingewiesen haben, ist die fünfmal tägliche Einnahme des Wirkstoffes über den Tag verteilt. Hierbei ist es ganz wichtig, dass Sie einen genauen Abstand von 4 Stunden zwischen den Einzelgaben einhalten. Denn wenn Sie da so ein bisschen schlurren, dann kann es schnell sein, dass der Wirkstoff unter die wirksame Konzentration im Blut fällt. Und das möchte man verhindern. Das heißt, diese haargenaue Einnahme ist für die Wirksamkeit der Therapie ganz wichtig. Dieser nächtliche 8-stündige Abstand zwischen der abendlichen und der morgendlichen Dosis, der ist offiziell erlaubt. Denken Sie bitte immer bei der Einnahme daran, eine Kleinigkeit dazu zu essen, weil dadurch der Wirkstoff etwas besser in den Körper aufgenommen wird. Ganz wichtig beim Acyclovir ist, dass Sie bei der Einnahme nicht nur so einen Schluck Wasser trinken, sondern sich darum bemühen, wirklich ein großes Glas, Minimum 200 Milliliter zu sich zu nehmen, weil das auch für Ihre Niere wichtig ist. Denn das Acyclovir kann in Einzelfällen die Niere ein wenig belasten und je mehr Sie dazu trinken, umso besser ist der Wirkstoff verträglich. Wichtig an dieser Stelle ist mir auch nochmal daran zu erinnern, dass besonders bei älteren Personen, bei denen die Nierenleistung schon stark eingeschränkt ist, dass es hier zu einer Dosisanpassung des Acyclovirs kommen muss. Als nächstes kommen wir einmal zu den Nebenwirkungen und ich muss sagen, das Acyclovir hat im Verhältnis zu anderen Wirkstoffen, die ich hier bearbeite, recht wenige Nebenwirkungen. Ich gebe Ihnen nur einen kleinen Auszug, wobei ich nicht auf Nebenwirkungen eingehe, die jeden Tausendsten bis Zehntausendsten betreffen. Die ich jetzt gleich nennen werde, betreffen so im Durchschnitt jeden Zehnten bis Hundertsten. Als erstes kann es wie bei allen Medikamenten einmal Auswirkungen auf den Magen-Darm-Trakt haben und auf die Haut. Die Auswirkungen auf den Magen-Darm-Trakt können so aussehen, dass es zu Bauchschmerzen kommt. Es kann zu leichter Übelkeit kommen, im schlimmsten Fall zu Erbrechen und auch Durchfall könnte auftreten. Das große Glas Wasser, was ich gerade bei den Einnahmehinweisen schon erwähnt habe, ist auch hier sehr wichtig, denn durch diese sofortige Verdünnung des Wirkstoffes in Ihrem Magen kann man diese möglichen Nebenwirkungen schon ein wenig minimieren. Als nächstes kann das Acyclovir Auswirkungen auf die Haut haben. Das würde sich zum Beispiel äußern durch Juckreiz oder durch einen Hautausschlag. Wichtig ist, wenn Sie den Wirkstoff einnehmen und recht schnell mit einer starken Hautreaktion darauf reagieren, dass Sie bitte keine weitere Dosis mehr einnehmen und sofort einen Arzt kontaktieren, denn hier kann man nicht ausschließen, dass es sonst zu einer stärkeren Überreaktion auf den Wirkstoff kommen kann. Kopfschmerzen, Erschöpfung, Fieber und auch Schwindel können unter der Einnahme auftreten. Das kann natürlich auch der Krankheit geschuldet sein, aber das sind schon die Gründe, weshalb Sie besonders am Anfang der Therapie mit dem Autofahren erstmal vorsichtig sein sollten. Und nur wenn Sie so nach 1 bis 2 Tagen merken, dass Sie diese Nebenwirkung nicht entwickeln, dann steht dem Autofahren und dem Bedienen von Maschinen nichts im Weg.
Das waren jetzt von meiner Seite die wichtigsten Dinge, die Sie zu Ihrem Aciclovir wissen sollten. Wenn Sie nähere Informationen haben möchten, wie zum Beispiel, wie wirkt das Aciclovir eigentlich genau in meinem Körper und auf welche Wechselwirkungen mit anderen meiner Medikamente muss ich achten, dann empfehle ich Ihnen wie immer mein Video aus der intensiven Serie Aciclovir Intensiv. Den Link lege ich wie immer hier unten rein. Und wenn Ihnen gefällt, was ich mache, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben. Gerne lade ich Sie dazu ein, meinen Kanal zu abonnieren. Und dann hoffe ich, dass Sie jetzt recht bald wieder gesund werden und denken Sie immer dran, dass Glücklichsein doch letztendlich die beste Medizin ist. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.